Wissen Sie was? Mhm. Herr Friseur. Ja, ich schneide ja gerade wieder. Ein ganz schlauer Mann, ein Wissenschaftler, hat gesagt, das Problem ist nicht die Kernenergie, sondern das Herz des Menschen. Wie meinen Sie das Herz des Menschen? Ja, schau mal, man kann aus guten Sachen etwas sehr Schlechtes machen. Bei der Kernenergie, die hatte ihre Zeit, das ist ja auch etwas Natürliches, was man da macht. Das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist, wenn es in die falschen Hände gerät. Ja, also, ja wirklich. Zum Beispiel Atombomben. Ja, genau, ja. Das ist doch alles von derselben Technologie. Ja, ja, aber das Problem ist das Herz des Menschen. Ja. Wir sind diejenigen, die nicht richtig damit umgehen. Ah. Und Sie, Christian, sind besser, nicht wahr? Weil Sie gehen doch da in so eine Gemeinde, habe ich gehört. Da sind alle gut, ne? Ja. Ne, die Schere, die Sie haben, die können Sie wunderbar zum Haare schneiden nehmen, wie Sie das jetzt so wunderbar mich hübsch machen hier. Da holen Sie das Beste raus, aber diese Schere, da kann man auch jemanden mit ermorden. Mit dem gleichen Teil. Ja, stimmt. Aber das kommt auf meine Haltung, mein Herz drauf an. Ah, ich würde nie mehr, ich habe immer nur geschnitten, ich würde nie jemanden ermorden.